Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Drei europäische Staaten, darunter Spanien, erkennen jetzt Palästina als eigenen Staat an, unter anderem auch genau den Gazastreifen, der von der Hamas regiert wird. Internationale Empörung über Rafah und jetzt auch noch antisemitische Demos an deutschen Universitäten. Was da los ist, möchte ich mit jemandem, der sich sowohl in Israel als auch in den USA sehr gut auskennt, nämlich mit der einst langjährigen ORF-Journalistin und Zeit im Bild-Moderatorin, dann Leiterin des Jüdischen Museums und heute als Kulturmanagerin und Herausgeberin der jüdischen Zeitschrift Nu reden, nämlich mit Daniel Sperra. Und damit schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Daniel Sperra, ich fange als Erste mit dem Politischen an, dass jetzt Staaten wie Norwegen, Irland und Spanien Palästina als Staat anerkennen und da gesagt haben, nämlich sowohl Ramallah, Westbank, Ostjerusalem als Hauptstadt, aber auch den Gazastreifen, der von der Hamas regiert wird. Was sehen Sie da für ein Zeichen dahinter? Ich sehe es eigentlich als gefährliches Zeichen, denn wir haben natürlich alle noch die Ereignisse vom 7. Oktober in Erinnerung. Dieses grauenvolle Massaker der Hamas-Terroristen an israelischen Zivilisten, das muss man sich immer vor Augen halten, was da geschehen ist. Und es herrscht in Gaza eine Terrororganisation, die die gesamte Bevölkerung in Geiselhaft hält. Und diese Terrororganisation wird jetzt quasi dafür belohnt, dass dieses Massaker passiert ist. Ich finde, das geht gar nicht. Man muss sich die weiteren Entwicklungen ansehen. Man muss sich ansehen, wie sich eine politische Lösung hoffentlich nach diesem Krieg, nach dem Ende dieses Krieges vollziehen kann. Man muss da natürlich auch andere Staaten einbinden, vor allem die Nachbarstaaten, gar keine Frage. Und wir müssen uns auch dem Westjordanland, der Westbank, zuwenden und der palästinensischen Autonomieregierung, die ja seit mehr als 20 Jahren keine Wahlen abgehalten hat. Ja. Also es fehlt hier auch eine demokratische Legitimation. Und man muss sich vor Augen halten, dass die Umfragen zeigen, dass wenn jetzt Wahlen wären im Westjordanland, doch auch die Hamas dort siegen würde. Mhm. Das heißt, wenn man einen Staat Palästina jetzt anerkennt, anerkennt man die Hamas, eine Terrororganisation, die meiner Meinung nach in erster Linie die Israelis im Visier hat, denn From the River to the Sea ist der Slogan, man möchte Israel ausradieren. In zweiter Linie die Juden auf der ganzen Welt und in dritter Linie die gesamte westliche Zivilisation. Denn man muss sich nur die Charta der Hamas durchlesen, da steht alles drin, was die Hamas vorhat. Mhm. Salman Rushdie hat übrigens auch gesagt, dass wenn jetzt ein palästinensischer Staat gegründet würde, dann müsste jedem klar sein, dass das ein Kalifat unter Regentschaft der Hamas wäre und noch dazu unter Kontrolle der Mullahs im Iran. Das sehen Sie offenbar auch so. Das sehe ich auch so. Man muss sich auch, und wir werden vielleicht später noch auf die Proteste an den Universitäten zu sprechen kommen, wir müssen uns auch immer die Hintermänner ansehen. Wer finanziert diesen Terror? Wer macht es möglich, dass die Hamas auch heute noch täglich Raketen auf Israel abschießen kann? Und man muss sich vor Augen halten, dass Israel ja nicht nur aus dem Süden von Gaza aus angegriffen wird, sondern auch von dem Norden, vom Norden aus, durch die Hisbollah. Wer finanziert die Hisbollah? Auch hier haben wir wieder den Iran, der die Finanzierung leistet. Wir haben Katar, wo ja auch die Köpfe der Hamas Unterschlupf gefunden haben. Also es ist hier eine sehr gefährliche Gemengelage und natürlich auch die großen Mächte. Wir müssen uns die Rolle von China genau anschauen und auch die Rolle von Russland in diesem Konflikt. Was natürlich auch andauert nach dem von Ihnen schon angesprochenen Hamas-Terrormassaker vom 7. Oktober, ist der Krieg gegen
die Hamas. Und da hat jetzt ein Luftangriff der israelischen Armee in Rafah, der visierte Hamas-Terroristen an, aber auch ziemlich viele Zivilisten, ich sage dazu, genaue Opferangaben oder Verletztenangaben können wir nicht unabhängig überprüfen, weil alle Angaben vom Hamas-geleiteten Gesundheitsministerium kommen, aber trotzdem sind Zivilisten ums Leben gekommen. Schadet das Israel jetzt weiter? Jeder Krieg ist eine Katastrophe. Jedes getötete Kind, das wir sehen, das wir miterleben müssen, jede Frau, jeder Mann, jeder Zivilist, der stirbt, ist eine Katastrophe. Nur hier müssen wir ganz genau hinschauen. Ich bin keine Militärexpertin, ich bin auch nicht israelische Staatsbürgerin, aber ich bin Beobachterin und da muss man schon sagen, dass das kein Krieg ist, wie es Kriege zwischen Ländern gibt, sondern es ist der Krieg eines demokratischen Staates, des einzigen demokratischen Staates in dieser Region, gegen eine Terrororganisation. Eine Terrororganisation, die mit Millionen und Abermillionen Beträgen gefördert worden ist von der ganzen Welt, auch von Europa, also auch indirekt von uns, das Geld verwendet hat, um eine unglaubliche Tunnelanlage zu bauen. Und jetzt die Bevölkerung nicht jetzt erst, sondern schon von Anfang an als Schutzschild missbraucht. Und in dem Fall war es ganz klar und ganz bewusst von Hamas so angelegt, es sind die Zivilisten in Gaza in den Raum von Rafah gegangen, weil es auch von den Israelis so sozusagen vorgesehen war. Und sie haben sich dort verschanzt. Und sie haben genau von dort aus, und zwar ganz genau geplant, von dort aus Israel angegriffen. Man muss sich auch vor Augen halten, dass Israel täglich angegriffen wird. Meistens gehen die Raketen in den Bereich Südisrael, aber diesmal zum ersten Mal wieder seit langer Zeit in Zentralisrael auf Tel Aviv Raketen abgeschossen, und zwar genau aus dem Gebiet von Rafah. Und warum hat das die Hamas genauso gesteuert? Warum sind die Raketenanlagen genau dort angebracht worden? Weil dort so viele Zivilisten sind. Damit man natürlich dann auch in der öffentlichen Meinung sagen kann, seht her, was die Israelis hier tun. Es ist die Ideologie die, dass jeder ein Märtyrer sein soll, dass auch Kinder Märtyrer sein sollen und das ist eine Katastrophe. Daher werden die Kinder, die Zivilisten, die Frauen, die Männer dort komplett missbraucht. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten in diesem ganz fürchterlichen Krieg, den die Hamas auch in der Sekunde beenden könnte, wenn die Hamas die Geiseln freiließe. Wir müssen auch bedenken, dass noch immer fast 130 Menschen, Zivilisten, ein einjähriges Kind, also mittlerweile ist der Bub ja schon eineinhalb, ja, wir reden ja schon wenn von, noch lebt. Es ist, wenn er noch lebt. Wir reden von einem 87-jährigen Mann, wenn er noch lebt. Ja. Und hier ist auch zu bemerken, dass gerade die Leichen, die jetzt gefunden wurden, von einigen Geiseln in Gebäuden gefunden wurden, die der UNRWA gehören, der Hilfsorganisation der Vereinten Nationen. Das ist etwas, wo wir viel zu wenig genau hinschauen und uns vor Augen halten müssen, was da passiert, dass auch die Hilfsorganisationen, die dort im Einsatz sind, zum Teil missbraucht werden. Das stimmt alles unbestritten, was Sie sagen, aber geht die israelische Regierung nicht trotzdem in die Falle der Hamas, weil Sie haben sie angesprochen, der Hamas ist es egal, wie viele ihrer eigenen Bevölkerung sterben, auch egal, im Gegenteil, Hanieh hat in einem Interview gesagt, wir brauchen möglichst viele tote Kinder, tote Frauen, tote Greise, gemeint von der eigenen palästinensischen Bevölkerung, um eben die Stimmung gegen Israel aufzuwiegen. Mit solchen Katastrophen, wie Sie selbst genannt haben, und tragischen quasi Tötungen dann von palästinensischen Zivilisten, spielt man da nicht wirklich der Hamas in die Hände und isoliert Israel in den Augen der Weltöffentlichkeit? Israel ist in den Augen der Weltöffentlichkeit isoliert, das ist gar keine Frage. Das war es auch schon vor dem Angriff, jetzt vor diesem wirklich tragisch ausgegangenen Angriff in Rafah. Ich denke, hier fehlt auch der internationale Druck auf die Finanziers dieses Terrors. Der internationale Druck auf den Iran, dort stehen ja jetzt auch bald Wahlen vor der Tür. Es fehlt der internationale Druck auf Katar, zu sagen, wir finanzieren die Hamas nicht weiter. Die bekommen
bekommen von uns keine Waffen. Ja? Ich glaube, das wäre einmal das Allerwichtigste, dass Israel hier nicht allein gelassen wird in diesem Konflikt. Ja? Mhm. Es war zwar Israel das erklärte Ziel der Hamas, aber es waren ja auch viele, viele Menschen, die bei dem Massaker umgekommen sind, die aus anderen Ländern gekommen sind. Oder die noch Geiseln sind. Gerade bei dem Musikfestival waren viele junge Leute aus anderen Ländern, die auf Besuch waren in Israel, die dieses Musikfestival besuchen wollten, mitfeiern wollten, die jetzt tot sind, die also nach Hause gekommen sind. Wir denken an Shani Luk aus Deutschland, ja, das junge Mädchen. Das sind Dinge, wo wir schon auch international in diesen Konflikt verwickelt sind. Und da fehlt mir wirklich der Druck auf die Drahtzieher. Mhm. Jetzt waren Sie, Sie haben es schon angesprochen, man muss die Financiers anschauen, aber auch, ob es da Außeneinflüsse gibt. Sie waren ja vor kurzem in den USA, Sie haben auch Universitäten besucht. Wir haben ja in den letzten Monaten dort Demonstrationen gesehen, die teilweise ausgeartet sind zu Pro-Hamas-Demonstrationen. Wie erklären Sie sich das gerade in Städten wie New York, Stichwort Columbia University, oder auch Boston, Stichwort Harvard? Es waren unter diesen Protestierenden auch zahlreiche, sagen wir mal, Aktivisten, Aktivistinnen, keine Studierenden. Und das ist auch etwas, wo wir besser hinschauen müssen, was ist da passiert, wer organisiert das, wie ist es möglich gewesen, dass solche Protestcamps so schnell entstanden sind, international, wo kommen die Zelte her, wo kommt die Verköstigung her, wie ist das Ganze einzuschätzen. Und da denke ich, gibt es schon auch einen größeren Hintergrund, den man sich ganz genau anschauen muss. Ja? Wenn dort skandiert wird, Jews go back to Poland oder let's burn Tel Aviv to the ground, dann sind das schon Schockmeldungen, die kommen nicht von ungefähr. Und da gibt es schon, glaube ich, also ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, aber da gibt es fast einen Masterplan dahinter. Und wir bemerken das natürlich auch, weil jetzt immer mehr auch an die Öffentlichkeit kommt, wer diese Elite-Universitäten finanziert. Auch hier bemerken wir, dass Katar hier einer der großen Financiers ist, dass natürlich die großen Financiers an den Universitäten auch mitreden konnten beim Aussuchen, bei der Auswahl der Lehrkräfte, bei der Auswahl der Professoren. Und hier muss man natürlich feststellen, dass da schon hier ganz genau der Grund, der Boden aufbereitet worden ist für derartige Proteste. Ja? Weil hier schon auch zum Teil ein Geschichtsbild vermittelt wurde an den amerikanischen Universitäten, das an der Realität sehr weit vorbeigeschrammt ist. Und wo man Israel eigentlich mit Imperialismus assoziiert, das sind diese Postcolonial Studies, also Postkolonialismus, den es ja mittlerweile auch in Österreich oder in Deutschland gibt. Und das bringt mich zu dem, was jetzt in Deutschland los ist, nämlich zum einen, dass jetzt an der Humboldt-Universität ähnliche Szenen wie in den USA zu sehen waren. Drinnen wurden Büros von Lehrkräften mit roten Dreiecken markiert. Das ist das Zeichen, das die Hamas am 7. Oktober genützt hat, um zu zeigen, hier angreifen. Und mit angreifen ist dann auch töten gemeint. Wie erklären Sie sich, dass das in Deutschland passiert? Ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Teil dieses internationalen Gewebes ist. Wir bemerken das ja auch bei anderen sogenannten NGOs, wo eine Finanzierung, eine sehr ungeklärte, diffuse Finanzierung dahinter steht. Wenn man sich dann die Finanzierungen genau anschaut, das geht dann sehr oft an sehr verschlungene Wege entlang. Also ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten. Und das Wichtigste ist, dass jeder, der diese Rufe nachplappert, möchte ich schon fast sagen, auch wissen muss, was er damit tut. Wir unterstützen damit eine Organisation, die wirklich die westliche Zivilisation und das Leben, das wir hier führen, als Frauen, als offene Gesellschaft, ja, also ich denke an die LGBTQ-Gesellschaft, das wäre alles in dieser Form nicht mehr möglich, wenn wir es zulassen, dass die Hamas, dass die Hisbollah, dass diese Kalifatsideen obsiegen. Das dürfen wir einfach nicht zulassen als westliche Gesellschaften. Und ich finde, da sind wir alle gefragt. Jetzt gibt es ja in Deutschland, in Österreich auch Debatten
woher kommt der Antisemitismus? Ich glaube, unbestritten ist für jene, die sich auskennen, es gibt das, was man den Alltagsantisemitismus nennt, den klassischen rechtsextremen Antisemitismus. Es gab auch immer schon klassischen linksradikalen Antisemitismus und muslimischen Antisemitismus. Man hat aber den Eindruck, die eine Gruppe sieht nur den einen und die andere nur die andere. Was sehen Sie da als Hauptbedrohung? Hass auf Juden. Egal, woher er kommt. Hass auf Juden, egal, woher er kommt. Und das ist etwas, was ja, ganz offen auf dem Tisch liegt. Und das verbrämt man, indem man sagt, ja, da ist das böse Israel, das unterdrückt die Palästinenser. Was da dahinter steht, muss man sich ganz genau anschauen. Und es ist ganz brutaler Antisemitismus und anders kann man das nicht ausdrücken. Jetzt haben wir in Deutschland ja auch diese Videos gesehen in Sylt. Das ist nicht nur in Sylt aufgetaucht. Mittlerweile weiß man, das ist auch an einem Elite-Internat in Deutschland gewesen. Das ist in mehreren anderen Lokalitäten gewesen. Mittlerweile gibt es in Kärnten zwei Lokale, wo das auch passiert ist, wo der Verfassungsschutz ermittelt. Und in Sylt haben wir ja gesehen, abgesehen von den rassistischen Parolen, die gebrüllt wurden, auch schon wieder Heil Hitler quasi Zeichen von einem gesetzt. Glauben Sie, dass das neu ist? Fühlen die sich jetzt irgendwie bestärkt? Wie passiert das? Ich finde es in erster Linie dumm. Ja, es ist, zeigt auch, dass man kein Geschichtsverständnis hat, dass man nicht zurückdenkt an die Geschichte und was damit verbunden ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da muss man wieder ansetzen, dass einfach die Erziehung und die historische Bildung ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und das ist etwas, was sehr übersehen wird, dass man ein ganz großes Augenmerk auf die Geschichte, wie ist einfach alles entstanden und die Geschichte darf man einfach nicht auslöschen. Also ich bin da ganz gegen Cancel Culture, weil wir uns mit der Geschichte auseinandersetzen müssen. Und es hat in Österreich wesentlich länger gedauert als in Deutschland oder in anderen Ländern, bis man sich mit der Geschichte auseinandergesetzt hat. Und gerade wenn wir den Blick auf den Nahen Osten werfen, müssen wir uns anschauen, wie die Staaten dort entstanden sind. Und wenn wir bei Israel, wenn jemand bei Israel über Kolonialismus oder Kolonialstaat spricht, dann weiß er die Geschichte Israels nicht. Und da gibt es ganz, ganz dringenden Nachhilfeunterricht zu geben. Schon zum Abschluss, wir hören aus den USA, dass sich da zum Beispiel viele jüdische Studenten unsicher fühlen. Das hat es jetzt zuletzt eben auch von der Humboldt-Universität gehört. Wie ist da die Stimmung, von der Sie, soweit Sie sie mitbekommen, in der jüdischen Gemeinde in Wien? Also zumindest gibt es ein ganz großes Unbehagen, aber Furcht ist immer ein schlechter Ratgeber und wir fürchten uns nicht. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir hier wissen, auch dass wir zu schätzen wissen, in welchem Land wir leben, dass Österreich so hinter der jüdischen Gemeinde steht, dass Österreich auch zu Israel steht in diesem ganz, ganz schwierigen Konflikt und in diesen schwierigen Tagen. Und ich halte es wirklich immer mit dem früheren israelischen Staatspräsidenten, der ein ganz wunderbarer Mann war, Shimon Peres, der gesagt hat, Optimisten und Pessimisten müssen beide sterben, aber Optimisten haben definitiv das bessere Leben. Und daher bin ich wirklich auch immer optimistisch, denn es hat in der Geschichte der Menschheit immer ganz schwierige Zeiten gegeben, vor allem in der jüdischen Geschichte, also tausende Jahre an Verfolgung. Und glücklicherweise ist es immer wieder gut ausgegangen und hat gute Phasen gegeben in der jüdischen Geschichte. Und wir konzentrieren uns auf diese guten Zeiten und nicht auf das, was wir gerade jetzt durchleben. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Daniel Sperra, für dieses interessante Gespräch. Danke für die Einladung. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.